Hallo, liebe Freunde der Plasmarochtöne. Heute beschäftigen wir uns mit den Corona-Plasmarochtönen von Lansche und zwar mit der 8 mm Quarz-Plasmazelle. Wir gehen ein bisschen auf das Innenleben ein und ich schraube sie mal auseinander. Viel Spaß dabei! Hier ein Corona-Hochtöne der neueren Generation. Die sind immer noch im alten Gehäuse, aber man sieht hier auf der Rückseite schon einige Modifikationen. Es gibt hier einen Kühlkörper und an diesem Anschluss ist die Stromversorgung angeschlossen und hier gibt es zwei Anschlüsse für das Lautsprechersignal. Stromversorgung ist hier jetzt extern. Es ist ein moderner Ringkerntransformator, der hier die Spannungen über das Kabel an den Hochtöner weitergibt. Das hier ist eine Hirschmann-Schraubverbindung. Kann man also abmachen. Ja, so, das ist das Äußere. Ich habe die Schrauben schon mal abgenommen und da kann man quasi wie immer den hinteren Deckel losmachen und die erste Abschirmung hier abnehmen. So sieht man das. Und die ist hier oben normalerweise verschraubt. Und jetzt machen wir das mal ab. Und dann kriegen wir mal einen Einblick in die neue Technik. So, schauen wir mal hier runter. Das ist also der neue Hochtöner mit neuer Elektronik für die 8 mm Plasmazelle. Also man sieht, das ist hier alles völlig neu, also kein Vergleich mehr zu den älteren Corona-Hochtönern. Von der Technik her ist man viel moderner geworden und auch im Audio-Teil gibt es eine signifikante Änderung. Ich versuche das mal hier einzufangen. Na, hier gibt es jetzt im Audio-Teil MCAP Silver Oil Kondensatoren, um das Audiosignal einzukoppeln. Von unten wird die Spannung hier, kommt hier quasi in den Hochtöner hinein. Hier vorne haben wir einen Brückengleichrichter. Die Siebung wird mit zwei normalen Elektrolytkondensatoren gemacht. Hier unten sieht man ein Timer-IC mit zwei Timern. Hier ist die Spannungsregelung für die Anodenspannung gemacht. Und hier ist die Stromregelung für die Gitterspannung. So, das heißt, der neue Corona-Hochtöner ist hier quasi spannungsgeregelt, einmal in der Anodenspannung und die Gitterspannung ist hier ein Stromregel-IC eingebaut. So, hier geht es wieder mit Kabeln an die interne Platine mit der Röhre. Das schauen wir uns gleich an. So, nun ist auch die innere Elektronikplatine entfernt. Da kann man auch einen deutlichen Unterschied zu den älteren Corona-Hochtönern sehen. Die Röhre ist immer noch die gleiche, ist eine PL509 oder PL519. Aber man sieht ja deutlich hier, die Bauteile sind alle viel moderner geworden. Und auch hier hinten ist ein anderes Layout. Platinenversion heißt hier HP07. Ja, so sieht das aus.
Das ist die innere Platine mit der Röhre und der Röhrenelektronik. Und jetzt gehen wir mal daran, hier die Plasmazelle auszubauen. Um an das Kernstück, die Plasmazelle, zu gelangen, muss man diese Platte abnehmen. Ich habe jetzt hier die ganzen Mutter schon gelöst. Das heißt, ich ziehe mal diese Platte ab. Und hier sieht man die Keramikisolatoren, die beiden. Hier ist der Anschluss, der Hochspannungsanschluss der Ladespule. So. Das hier ist jetzt, wenn Sie so wollen, das Herzstück des Plasmahochtöners. Und hier haben wir im Grunde genommen das Corpus Delicti. Also das hier ist eine verschlissene Elektrode. Die ist vorne sehr oxidiert und dadurch gibt es keine richtige Funkenbildung mehr. Ich zeige hier mal zum Vergleich eine neue Elektrode. So sieht eine neue Elektrode aus, ne? Da haben wir alt versus neu. Diese Elektroden werden aus Kanthal hergestellt. So sieht das aus. Sie sehen, ne, hinten haben Sie den Anschluss und vorne haben wir diese Spitze. Ja, dadurch, dass wir jetzt hier eine richtig große Glaszelle haben. Die Glaszelle sieht eigentlich noch ganz in Ordnung aus. Die hat ein bisschen Oxid. Das ist in diesem Falle noch, kann man noch sauber machen. Also die ist noch verwendbar. Und im Grunde genommen tauschen wir jetzt diese Elektrode aus. Das Problem bei diesen Hochtönen mit der 8 mm Glaszelle und dem großen 8 mm Funken ist, dass natürlich hier sehr viel mehr Energie aufgebracht werden muss als in der 6 mm Variante. Das heißt, diese Elektroden sind einem starken Abrand, ne? Die haben einen starken Abrand. Und wenn dieser Abrand wie bei dieser Elektrode schon so weit fortgeschritten ist, dann ist die Zündfähigkeit eingeschränkt. Manche Besitzer dieser Plasmahochtöne helfen sich, indem sie zum Starten hier vorne mit einem Bleistift reingehen. Ich demonstriere das mal hier. Man nimmt hier so einen Bleistift, geht hier in der Mitte rein, tippt quasi mit der Bleistiftspitze dann nachher von vorne auf diese Elektrode, was dazu führt, dass man hier einen kleinen Funken ziehen kann und dann startet der meistens. Aber das Abrandbild ist dann nicht sehr schön und es ist ja auch immer sehr müßig, wenn man so einen Hochtöner hier mit einem Bleistift starten muss. Ja, Abhilfe schafft hier der Einsatz einer neuen Elektrode. Dabei muss natürlich geprüft werden, ob diese Schaltung hier noch einwandfrei funktioniert. Wir hatten auch schon Fälle, wo hier die Kondensatoren aufgegeben haben. Und leider sind die Kondensatoren heute nicht mehr so haltbar. Die meisten werden halt in China hergestellt und da ist das die Sache mit dem Elektrolyt, der dann sich mit der Zeit verflüchtigt. Ja, also die Schaltung muss noch geprüft werden, ob sie genau das tut, was sie tun soll. Da sind zwei Verzögerungen drin. Zum Starten wird hier die Hochspannung direkt auf die Röhre gegeben und auch hier fließt ein höherer Strom durch diese Stromregelschaltung, damit ein einwandfreier Start gewährleistet ist. Und wenn dann bestimmte Zeiten abgelaufen sind, wird hier quasi die Spannungsstabilisierung eingeschaltet, die eine stabilisierte Anodenspannung bereitstellt. Und für den Betrieb wird hier auch der Strom reduziert, damit die Elektrode nicht so schnell abbrennt. Also sie braucht quasi nur
beim Starten einen erhöhten Strom und im Betrieb einen niedrigeren. Ja, so ist die Technik dieses Corona-Hochtöners. Ja, hier, wie gesagt, ist ganz normal die Ladespule, wie wir sie aus dem alten Hochtöner auch kennen. Der einzige Unterschied, die 8 mm Variante hat mehr Windungen. Das heißt, hier wird eine größere Spannung induziert und auch hier der Keramikanteil. Also normalerweise ist die Keramik so ein Stück länger. Das kommt daher, dass im Inneren die Exponentialfunktion bis auf 6 mm runtergeht. Und wenn Sie hier mal schauen, das ist jetzt hier viel größer. Das ist also 8 mm. Da passt also gut ein Bleistift durch. Deswegen ist hier die Keramik gekürzt. So. Und hier haben wir nochmal eine Halterung für die Gegenelektrode, die hier drauf sitzt. Die wird hier mit in der richtigen Position gehalten. So, das ist die Technik des 8 mm Corona-Hochtöners mit, wie gesagt, neuer Elektronik. Da hat sich die Firma Lansche schon was Spezielles ausgedacht, einmal mit der Spannungsstabilisierung und mit der Stromstabilisierung. Und man sieht hier natürlich auch einen MCAP Silver in Oil Kondensator, über den jetzt die Niederfrequenz zu dem Corona-Hochtöner geht. Das ist natürlich ein tolles Upgrade hier und kommt dem Klang zugute. Ja, soweit dazu. Na, jetzt wird der Hochtöner natürlich gesäubert. Hier die Zellen wird gesäubert, hier innen drin. Das mache ich alles sauber. Die Quarzzelle wird gesäubert. Die ist noch in Ordnung. Die ist nicht verschlissen. Und dann bauen wir ihn wieder zusammen. Nun, die Elektrode ist gewechselt. Sieht auch sehr schön neu aus. Gegenüber den alten Elektroden, die durch die Hitze angelaufen sind. Das Ganze ist jetzt einfach zum Ausprobieren aneinander gesteckt. Also, wir stecken den mal ein. So, stellen wir die Kamera mal vorne dran. Und dann schauen wir mal, ob er auch ordentlich zündet. So, die Röhre heizt. Ich sehe sie hier glimmen und jetzt müsste dann langsam die Zündung erfolgen. Da ist sie. So, das ist jetzt die Vorheizphase des Hochtöners. Das ist also jetzt ein Entladungsfeld. Das heißt, die Zelle wird jetzt vorgeheizt, die Elektrode wird vorgeheizt und dann gibt es nochmal einen kleinen Knall, wenn der Hochtöner in den Betrieb umschaltet. Das müsste jetzt auch demnächst erfolgen. Also jetzt wird quasi, ja, hier haben wir ihn gehört. So, das ist jetzt der Knall, wo der Corona-Hochtöner in den Betriebsmodus geht. Man sieht dann vorne, dass die Corona-Flamme etwas kleiner wird. So, kann man schauen. Ich mache mal hier meinen Funktionsgenerator an, ob ich da einen Ton drauf geben kann. So, dann stecken wir mal die Verbindung zum Tongenerator an. Ah, da sind wir. So, 1800 Hertz, 2000, 2,5, 3. Man merkt, der Hochtöner wird lauter. Das ist so die Frequenz, wo er ordentlich Schalldruck macht. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Kilohertz. Hier höre ich nichts mehr. Ja. Also, wir haben wieder einen funktionierenden Plasma-Hochtöner. Schalten wir den wieder ab hier. So. Die erste Folge im neuen Jahr war die Vorstellung der Corona-Plasma-Lautsprecher mit 8 mm Brennzelle und der neuen Elektronik. Ich hoffe, die Ausführungen waren soweit verständlich und
Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.